Ja, hallo, willkommen zurück. Ein weiteres Video über die Grundlagen der Elektrotechnik. Heute sprechen wir über die Leitung in Gasen. Kann ich kurz machen? Gase leiten nicht. Dankeschön. Ist leider nur bedingt wahr. Denn Gase kann man zum Leiten bringen. Okay? Wie funktioniert das? Werden wir sie kurz anschauen. Sagen wir, ich habe ein Gas, da ist halt irgendeine Atome aufgebaut mit Atomen. Da gibt es den Atomkern. Da gibt es die Atomhülle rundherum. Ja. Kern positiv geladen, Hülle negativ geladen, Elektronen, Protonen, wissen wir alles. So, jetzt gibt es außen gibt's ein elektrisches Feld. Ja. Das ist jetzt schon da. Ja. Wenn wir eine Spannung angelegt haben irgendwo, jetzt gibt es da ein elektrisches Feld E. Und jetzt haben wir gesagt, normalerweise wirkt es halt auf den Kern in diese Richtung und auf die Hülle praktisch in die andere Richtung. Ja. Jetzt können wir sagen, okay, normal passiert nichts, ja. Aber wenn das elektrische Feld eine gewisse Stärke überschreitet, ja, dann ist es tatsächlich stark genug, dass es hier ein Elektron, ja, herauslösen kann. Buk! Ja. Und dann ist das Elektron frei, da gibt es ein freies Elektron. Ja? Und das, was überbleibt dann natürlich, das ist dann ein Ion und das ist dann positiv geladen. Und dann, wenn das elektrische Feld eben stark genug ist, hier auch noch, dann bewegen sie sich schon auseinander. Ja? Sind schon getrennt für immer. Ja? Gehen schon getrennte Wege. Ionisation heißt so etwas. Ja? Also es gibt die Feldionisation, so wie hier dargestellt. Ja? Dass einfach das Feld so groß wird, dass es tatsächlich schafft, dass wir genug Kraft haben praktisch, dass wir da Elektronen aus der Hülle rausreißen können. Sind erst einmal Elektronen da, die dadurch die Gegend pfeifen, dann kann es sogar so sein, dass diese Elektronen praktisch dann im Nachbar oder in irgendeinem nächsten Atom draufhauen, und zusätzlich zum Feld und das Elektron und dann hat es erst raus. Stoßionisation heißt das. Ja? Wie mit der Bild, das praktisch das Elektron, wie mit der Billardkugel, die ein neues Elektron da herauslöst. Ja? Das tritt auf. Ja? Also es gibt die Feldionisation, also das gibt dann, wenn die groß genug ist, gibt es dann auch Stoßionisation, das kann zu Lawineneffekten führen. Ja? Und plötzlich haben wir viele freie Ladungsträger und plötzlich wird diese Luft leitend. Ja. Wenn wir viele freie Ladungsträger da drinnen haben, wenn die Ionisation groß genug ist, dann kann man auch von einem Plasma sprechen. Freie Ladungsträger, Gas, frei beweglich, die Molekülchen, Teilchen da drinnen, ja. Stromfluss. Im Gas haben wir also Ionenstromfluss und Elektronenstromfluss. Das heißt, wir können da eigentlich Masse transportieren oder auch nicht, je nachdem. Ja. Das passiert in der Natur ganz genauso. Da gibt es zum Beispiel, ich weiß es nicht, aber die meisten werden schon ein Gewitter erlebt haben. Ja? Da gibt es hier eben eine Wolkendecke, die aus irgendeinem Grund aufgeladen ist. Ja? Und da unten gibt es halt Bäume und Häuser und weiß nicht, höhere Häuser, Kirchen oder was auch immer. Ja? Dorf. Und da gibt es wieder Baum und da gibt es. Da unten ist Gegend. Okay? Jetzt kann da Folgendes passieren, ne? Dass da oben eben, dass die Feldstärke zwischen hier und hier unten so groß ist, ja? Also das oben lässt sich dann aus irgendeinem Grund, weil sie die Tropfen gegenseitig berühren und so weiter, stellt man sich vor, auf alle Fälle gibt es dann hier oben, sagen wir, sehr häufig ist es eine negative Ladung, ja? Muss nicht negativ sein, wird hier oben negativ geladen, weil die negativen Ladungsträger da unten, die negativen Ladungsträger in den Wolken sehen, schleichen sie die ein bisschen, ja, werden die verdrängt etwas und da unten wird dann eine positive Ladung hier, bleibt praktisch über, ja, das ist dann influenziert, ja, heißt diese positive Ladung. So, jetzt haben wir da dazwischen eine gewisse Feldstärke, ja, und jetzt kann es passieren, dass eben lokal diese Feldstärke überschritten wird und lokal auf einmal bildet sich ein Kanal, eine Ausstülpung.
Okay. Was eben ionisiert ist. Ja? Ionisiert, jetzt kann es aber nicht weiter, weil es braucht eine gewisse Zeit lang, bis Ladungsträger hier oben aus der Wolke hier nach unten nachfließen können. Ja? Aber wenn die dann endlich da sind, dann ist die Feldstärke da dazwischen nochmals höher und dann frisst sich dieser Kanal in die Richtung der lokal größten Feldstärke weiter vor. Ja? Und dann fühlt sich das langsam wieder mit Ladung, langsam. Es fühlt sich dann wieder mit Ladungsträgern und wenn wir so weit sind, guck, nächste Teiletappe. Ja? Und dann nächste Teiletappe, immer in die Richtung der lokal größten Feldstärke. Und dann sind wir irgendwo. Ja? Und dann sind die zwei Sachen so knapp beisammen, kann es zu einer sogenannten Fangentladung kommen. Dann springt da praktisch der Funke über. Ja? Dann haben wir das verbunden. Und jetzt sind Wolke und Erde leitend miteinander verbunden. Gell? Bis jetzt haben wir noch gar nichts gesehen. Das ist noch nicht. Aber der Blitzkanal wurde schon geformt von dem sogenannten Stepped Leader, heißt der. Stepped, weil er in Sprüngen vor sich geht. Und Leader, weil er halt vor dem Blitz ist. Da frisst sich der sprunghaft nach vorne. Kommt die Fangentladung. Jetzt haben wir einen niederohmigen Kanal zwischen Wolke und Erde. Jetzt haben wir ionisiert da. Und jetzt... Jetzt rinnt da der Strom durch. Ja. Jetzt kann sich das entladen. Jetzt spielt die Musik. Ja. Jetzt flasht es uns, im wahrsten Sinn des Wortes. Zack. Der Blitzkanal leuchtet auf. Puff, der Strom rinnt. Ja. Dann kann es sogar vorkommen, dass praktisch die ganzen Ladungsträger, die da oben in den Wolken so vorhanden sind, ja, dann nachrinnen. Und weil der Kanal, dieser leitende Kanal, der verschwindet nicht plötzlich, ja, den muss der Wind zuerst verblasen. Und wenn der Wind noch nicht genügend Zeit gehabt hat zum Verblasen, dann kann es sein, dass dann der gleiche Kanal nochmal benutzt wird. Das ist der Grund, warum manche Blitze so zucken ein paar Mal. Gell? Weil eben ein paar hintereinander eine Entladung, eine Gesamtentladung, kann aus mehreren sogenannten Strokes bestehen. Ja, ja, so schaut das aus. Und, tuk, 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 ja. Und so zackig ist er, weil sie die eben ruckweise nach vorne vorfrisst. Ja. Leitung in Gasen. So funktioniert das. Ja. So funktioniert das. Nutzt man aus, ja. Zum Beispiel Neonröhren und so weiter. Ja. Ist hohes Plasma drin und das fängt dort, wenn der Strom durch das Plasma durchrennt, fängt Neon immer an zu leuchten. Hat nichts zu tun mit Leuchtstoffröhren. Neonröhre ist was anderes. Kommen wir aber noch dazu wahrscheinlich. Ja, also das wäre der Leitungsmechanismus in Gasen. Übrigens, ja, dieses Herausreißen aus den Atomen und so weiter, da kann es dann zu Bildung von freien Radikalen kommen. Also wir wissen ja, ungefähr ein Fünftel unseres Luftsauerstoff, also unseres Luftgemisches, Gasgemisches ist Sauerstoff. Okay. Und wenn es jetzt aus so einem Sauerstoffatomchen, ja, Sauerstoff tritt normalerweise auf in O2-Form. Ja. Also zwei Sauerstoffatome nebeneinander, zwei Kerne, ja, duck, duck, Sauerstoff, O2. Ja. Dann kann es sein, dass wenn eben die Feldstärke, wenn es ionisiert ist, dass dann irgendwo auch O+ herumrennen. Ja. Also Ein Ion mit einem Elektron zu wenig, weil es dem halt eins rausgerissen hat. Okay? Dann kann es sein, wenn die zwei Sachen zusammenkommen, dass sie die, und die stößen ein bisschen zusammen, ja, dass sich daraus eine Verbindung ergibt, die heißt O3. Ja? Dann sind die zwei Sauerstoffdinger eben nicht zu zweit miteinander verbunden, sondern sie geben sie praktisch, also normal sind die ja so verbunden, haben zwei Hände praktisch und dann geben sie praktisch so die Hände. Ja. Und auf einmal ist aus unserem Sauerstoff O2 sogenanntes Ozon geworden. Das ist Ozon. Ja. Ein Effekt der Ionisation. Deswegen riecht es bei einem Gewitter manchmal so speziell. Ja. Was man da riecht, ist Ozon. Jetzt mal nicht das Nasse, sondern es gibt einen speziellen Ozongeruch.
Wer ihn einmal gerochen hat und weiß, dass es Ozon ist, merkt ihn sich. Ja. Leitungsmechanismus in Gasen. Also, brauchen wir eine relativ große Feldstärke, dann funktioniert es auch. Das ist das Geheimnis. Kein großes Geheimnis. Das sind die Fakten. Nächstes Mal werden wir ein bisschen ausrechnen. Jetzt kennen wir ja den Leitungsmechanismus in Festkörpern mit dem Widerstand und so weiter. Wir kennen den Leitungsmechanismus in Flüssigkeiten, haben wir das letzte Mal gesprochen. Jetzt kennen wir den Leitungsmechanismus in Gasen. Jetzt können wir ein bisschen euch herumrechnen. Wir werden das nächste Mal versuchen auszurechnen, wie schnell ist denn der Strom in so einer Stromleitung. Dann nehmen wir einen üblichen Lichtdraht her, 1,5 Quadratmillimeter Querschnitt, Kupfer. Und dann werden wir schauen, wann wir da 10 Ampere drüber schicken, wie schnell pfeifen dort echt die Elektronen durch. Weil wir wissen ja, wenn wir das Licht auftragen, geht es an. Ja? Und nicht, brauchen wir nicht lang warten, geht schon los. Ja? Warum und wieso und wie das zusammenpasst mit unserer Leitung, werden wir das nächste Mal uns ansehen. Okay? Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.